Ich würde sagen, in dieser Reihenfolge wären das Nummer 1, 2 und das 3. Sieht gut aus. Mom, gehst du? Hat dein Butler heute frei? Pff, kannst du mal die Tür aufmachen, Alter, das geht, ey. Wir müssen deine Medientermine festklopfen. Rio liegt mir wegen eines Interviews in den Ohren. Hey, Nerd. Hm. Seine Sicht. Nächste Woche nach dem Interview machst du dann wahrscheinlich die Spielerstory. Vielleicht sollten wir beides gleichzeitig machen. Die stellen doch eh immer die gleichen Fragen. Alex, du musst am Standing bei den Journalisten arbeiten. Jede Antwort muss sich wie eine Exklusivinfo anhören. Das ist äußerst wichtig beim Aufbau deiner Marke. Alex! Alex, willst du nicht vielleicht mal deine Schwester begrüßen? Kat, wir arbeiten gerade an Alex. Kim wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Sie war allein am Flughafen in einer fremden Stadt und von dir keine Spur. Hat das jeder in deiner Entourage vergessen? Entourage. Mom, chill. Ich bin gleich fertig und... Ich werde nicht chillen. Überleg dir einfach, was wichtig ist. Das alles hier ist unwichtig, Alex. Denkst du, die wären alle noch hier, wenn deine Karriere irgendwann mal vorbei ist? Der da? Oder der? Die Familie war dir mal das Wichtigste, Junge. Aber jetzt gibst du dich nur noch mit diesen Typen hier ab. Lächerlich. Du glaubst an deinen eigenen Hype. Catherine, ich glaube nicht, denk, dass das nötig gut ist. Denk gut nach, was du mir jetzt entgegenwirfst, Beatrice. Komm, Kleine. Ich kann mir diese Typen nicht mehr länger ansehen. Lass uns essen gehen. Mom! Vergiss es, weiter. Max, Termine? Si. Also, wir... Mom! Dafür, dass du mich versetzt hast. Hey. Es ist momentan sehr hektisch hier. Davon habe ich mich anstecken lassen. Das ist kein Entschuldigung. Alles verziehen. Wenn du mit uns essen gehst. Oh. Heute wir ist spielen ganz schlecht. Gewinne ich, kommst du mit. Gewinnst du, kriegt deine Entourage dich sofort wieder. Mahlzeit, Leute. Gar nicht Hallo gesagt. Hier? Mein Tor. Ich denke, wir werden Tor. Jetzt ein bisschen spielen müssen. Treffer 10 nur am Boden. 5 zum Sieg. Mom. Los, Kim. Okay, wir müssen sie, glaube ich, abziehen, okay. Ey. Witz. Meinetwegen, du wolltest es so. Witziges Match. Wichtige Entscheidung. Ich spiele natürlich mit Alex. Okay. Vor Schönheit. Sehr gut, Respekt vor dem Alter. Was ist denn das jetzt? Muss hier so ein Fummelwettbewerb werden? Und Street Football? More fun shit. In the yard. Und die Leute stehen da alle. Erstes Tor. Muss man nicht so kompliziert. Okay. Daneben. Nicht drin. Was? Warum? Oh, Nummer 2, okay. Zack, zweites Tor, Mann. Okay. Okay. Oh, so. Und Nummer 3. Nee, leider nicht. Leute, sie spielt gar nicht darauf. Ich hätte direkt schießen können. Fünftes Tor, das ist es. Daneben. Ja, wir gewinnen das aber safe. Warum schießt sie denn nicht? Endlich hat sie mal ein Tor gemacht, Mann. Hat
nicht viel gefehlt. Und 5, das war's! Bam, fortsetzen. Alles klar, das ist natürlich echt ein witziger Start gewesen, ey. Gut gespielt. Ja, was nun? Tut mir leid, heute ist die Hölle los. Ich muss wieder rein. Aber morgen mache ich's wieder gut. Wir unternehmen was. Versprochen. Ehrenwort. Ach, wie sie da steht. Muss sie doch verstehen, ich weiß gar nicht. Klar, passt man da in der Familie auf, so, dass irgendeiner nicht so ein bisschen abdriftet, wenn er da gerade in diesen Hype reingerät, aber könnte natürlich auch mal gucken, dass man das irgendwie, ne? Bisschen demütig macht, anstatt dass man. Naja, ist doch egal, ist einfach meine Meinung. So, wir sind natürlich als Wechselspieler wieder am Start. Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier gerade so ein Hype gemacht wird. Ach so, wir sind nicht als Reservespieler aufgespielt, sondern als Auswechselspieler. Und ihr an dieser Stelle werden wir dann direkt reinkommen. So, ich werde wahrscheinlich direkt ein Tor schießen müssen. Beeindrucke den Boss. 8. Erziele ein Tor. Gewinne das Spiel. Ja, gut. Da muss ich jetzt einfach nur ein Tor schießen. Da wird meine Bewertung auf jeden Fall über 8 kommen, denke ich mal. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 60. Minute. Position. Shitodum. Lass uns kurz über Alex Hunter reden. Alles klar. Ich lasse die beiden erst wieder ein bisschen sülzen. Es hieß, es gab Differenzen mit dem Trainer. Da merkt man schon, dass es noch ein sehr junger Spieler ist, oder? Ah, die Frage ist ja, ob diese Gerüchte alle stimmen. Nach so einer Geschichte hast du, ob stimmt oder nicht, bei den Fans einen ganz, ganz schwierigen Stand. Es wäre Hunter zu wünschen, dass er die richtige Antwort auf den Platz gibt. Und da wird das ein oder andere Tor heute helfen. Scheiße. Und das ist der Ballverlust. Der war immer noch nicht wieder aufgestanden, eben, habe ich gerade gesehen. So, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen was leisten, Alter. Matuidi. Ohne Scheiß. Jetzt Douglas Costa. Das ist nicht Bayern hier. Jetzt haben sie den Ball verloren. Guck, da ist das alles nicht so easy. Da kommen die Pässe. Schön dazwischen gegangen. Nicht einfach mal übers halbe Spielfeld an, ey. Ja, gut. Schönes Zuspiel. Abseits. Ah, ja, das ist abseits. Er läuft 5,9, scheiße, Bruchteile, ey. Teile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er. Naja, wir sind ja gerade eingewechselt worden, das heißt, rausfliegen können wir wahrscheinlich nicht. Aber wir können hier wirklich ein beschissenes Sie Ergebnis abliefern ganz an dieser Stelle. Auf ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ja, Tempo anziehen, du bist gut, Boy, Alter. So, ein bisschen gelassener spielen, würde ich sagen. Bale ist nicht gerade. Komm schon. Ach, komm, wirklich. Jetzt gibt's Abstoß. Warum hat er den Ball denn so weit nach vorne gespielt? Ich habe den Stick definitiv viel, viel weiter nach unten gezogen. Spielerwechsel bei Real Madrid. So ein genau. Scheiß, ey. Sergio Ramos verlässt den Platz und Jesus Vallejo. Er hätte viel weiter nach unten gehen müssen. Aber wahrscheinlich hätte ich ihn mit der Button-Taste und Pass spielen sollen. Dass er so einen echt harten Pass spielt. Die Baller, klasse Zuspiel. Gleich wird so, hier wir klären das Ganze. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das war viel zu heftig. Joao Cancelo. Joao. Nee. Dybala! Der Ball ist alter weg. Vater. Abstoß. Immer noch eine echt beschissene Bewertung, ey. Noch nicht mal 6. Und groß. Und Isco. So, wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen hier. Zack. Zack. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Zack. Und los. Bam. Alexander. Jawohl, Alter. Der hat gesessen. 7,5. Trotzdem noch keine 8er Bewertung. Aber immerhin haben wir das Tor. Alter, wir haben doch geführt. 3-0. Das ist hier doch schon eine ganz sichere Geschichte. Nicht schlecht. So, jetzt müssen wir noch ein, zwei gute Pässe spielen. Dann haben wir unseren Trainer glücklich gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt reinmache, wenn ich ehrlich bin. Aber diese Weitschüsse hier sind schon. Wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche: Der Ball für Dybala. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Dybala. 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 Er spielt den Pass zurück. Und grätsch rein. Nein. Scheiße. Jetzt aber. Ich habe langsam richtig Hunger. Es ist schon 5:30, 5:30. Ich müsste mir beide mal jetzt noch ein wenig Nahrung bestellen. Jetzt Gareth Bale.
Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit. Sind Sie da, Bielefeld, Arminia? Sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Joao Cancelo. Was, Ballerina? Ey, den hätte er aber kriegen können hier. Bernardeschi. So wie er jetzt gerade. Zack. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Oh, der wäre so sauber durchgegangen da vorne, ey. Pjanic. Wie die Ziegen springen hier. Marco Asensio. Shit. 7,5er Bewertung nur noch. Muss ich hier noch ein Tor schießen oder was? Wie gehen die denn ab, Mann? Dybala. Passen hier nicht schlecht. Wir spielen direkt weiter. Was war das? Nun, Esco. Groß. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. So, wir müssen gerade mal sagen, gucken, ob wir hier noch ein Tor reinkriegen können. Ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Aber nicht mit ihm. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Nee, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Da ist es. Da ist das Abpfiff. Der Abpfiff. Das haben wir nicht mehr hingekriegt. Voll die Scheiße. Aber gut, was soll's. Wir haben immerhin das Spiel gewonnen. Wir haben den Bann gebrochen. Von den Anweisungen her. Wir haben ein Tor geschossen. Leider nicht die ganze Bewertung auf 8,0 gekriegt. Aber was soll's. Hier sehen wir es nochmal. 7,5, 8,0 sollten wir erreichen. Die anderen beiden Sachen haben wir erreicht. Ich drücke konsequent den A-Knopf, um hier schnellstmöglich in ein anderes Menüfenster hineinzukommen. So, hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Zack, weggedrückt, per. Und wir sind wieder am Start. Ich denke mal, jetzt kommt ein Video oder ein Training. Tendiere eher zu Video. Platz 1. Kurz mal die Bewertung hier noch durchhasseln. 85 sind wir schon. Und wir sind kurz vor der Startelf. Nein, könnte sein, dass ein Training kommt, dass wir dann wieder safe in der Startelf sind. Weil wir haben ja echt gut alles erfüllt, möchte ich mal behaupten. Ne? Trainingsplan. Wir sehen uns gleich, Freunde. So, Freunde, getimte Pässe, hohe Steilpässe und Flankenszenarios beide mit A. Wir sind immer noch gesperrt bei Owen Wilson und wir sind wieder in der Startelf drin. Genau das wollte ich. Und dann gucken wir mal rein, was hier jetzt noch so geht. Ich überlege wirklich immer 2 Spieler in die Folge mit reinzunehmen. Wir spielen gegen Juve und ich glaube, das mache ich jetzt auch so. Ziehe das Ganze immer so durch. Die wichtigen Szenen sind ja natürlich immer in dem Video drin. Und ja, vielleicht sollte ich es... Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich es doch mal so mache, dass ich alle Folgen im Rohmaterial nochmal auf einem separaten Kanal hochlade. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. An dieser Stelle. Gerade weil ich das sowieso nur so hobbymäßig mache. Und damit nicht irgendwie Geld verdienen möchte auch und so. Obwohl, möchte, na klar. Geld, immer geil, aber... So, direkt gestartet mit einem kleinen Freistoß. Keine große Sache. Hier unser... Weiß-Behand-Shooter. Klasse geklärt, Alexander. Foul! Sehr guter Einsatz. Boah, da ist frei. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. 5,8 an dieser Stelle die Bewertung von uns. Na, wenn das mal nicht noch weiter sinkt. Alter Vater, wir müssen hier definitiv was machen. Ball bei Andrea Bazzali. Gegen Juventus. Richtung Außenlinie. Wir sind auch gar nicht mehr... So weit entfernt, also die Hälfte der Saison dürfte auf jeden Fall schon, den dürften wir auf jeden Fall schon haben. Groß. Oh, dass der ankommt. Ah, den hätte ich mit Heber machen müssen. So ein Scheiß. Ich frage mich, ob die Trainingseinheiten in Bezug zum darauf folgenden Spiel stehen, ob da eventuell Algorithmen oder Codes eingebaut wurden, die extrem darauf abzielen, dass das erzielte, vorhergegangene Training dann auch angewendet werden kann. Müsste ich hier also mit Flanken arbeiten. Weg, aber diese Flatterbälle sind auf jeden Fall sein Marken. Machen die denn hier? Nur ein Pjanic. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, nur weil ich das jetzt Cristiano auch so gemacht habe. Ei, ist der schnell. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereit. Junge, 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 Junge. Er zieht ab. Er hält den Ball fest. Das war Alter Schwede, komm hier, spiel mal direkt wieder flach. Nicht, dass die auf die Idee kommen, mir den Ball wieder abzunehmen. Da spiele ich mal hier ganz easy an der Seitenlinie entlang. Und jetzt Isco. Und nun Sergio Ramos. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ach. Ja, schwacher Ball hier. Warum spielt er den denn dahin? Der sollte zu Hunter gehen. Der sollte in ganz andere Richtung gehen. Manchmal ist das mit den Pässen hier echt verhext, ey. Emre Can.
Da habe ich mir den Ball wieder geholt. Das war wieder super schlecht. Was war das? Foul, Freistoß. Und das ist eine okay. Gute Gelegenheit. Okay. Schützen, wechseln. Genau rechte Gareth Taste. Nee, den habe ich gerade dazu geholt. Hunter. Zu hoch. Da hat die Mauer gut reagiert. Abgeblockt, der Ball. Abgeblockt? Wie? Kriege ich mal eine Wiederholung? Nee, natürlich nicht. Groß mit der Reingabe. Da können Sie erstmal klären. So. Shit, der kam aber heftig angesprungen, Mathe Alter. Mathe Etui. Das macht ja gar keinen Sinn. So, okay. Pjanic. Oh, das war knapp. Da, Mubic. Vorne. Jawohl, Alter. Ey. Das macht der Torhüter gut. Willst du mich verarschen? Warum hat er denn den Ball so heftig abgewehrt? Shit. Das riecht nach Notbremse. Sie versuchen es flach. Nee. Fällt diesen Ball ab. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Boah, das war übel knapp, Mann. Da hinten. Da oben. Kein viel zu Pass. Schwach. Welches Mann, ich muss Ball? Den Heber benutzen. Den Heber. Heber. Oh, fuck. Hey, jetzt habe ich ihn noch. Oh, nee, scheiße. Wieder zurück. Haha, jetzt habe ich ihn. Nein, doch nicht. Wieder zurück. Scheiße. Jetzt habe ich ihn. Nein, wieder zurück. Scheiße. Jetzt habe ich ihn. Nein. 5,6 unsere Bewertung. Es gibt Freistoß. Ach du Scheiße, ne. Ausführen wird den Freistoß Cristiano Ronaldo. Und jetzt müssen sie da hinten aufpassen. Das wird scheppern. Kein guter Freistoß. Gott sei Dank. Können sie viel erste Halbzeit gleich vorbei. Ich habe Haare im Gesicht. Das war übel bockig, dass ich das gemacht habe. Varane am Ball. Ich glaube, ich gehe doch mal lieber über die andere Seite. Modric. Groß. Da oben wäre jetzt gerade was frei gewesen. Wenn er jetzt auf... Der Ball geht Richtung Hunter. So, erstmal wir spielen wieder ein bisschen Reingabe. Ab. Wieder nach oben. Ich versuche den Ball nach unten zu passen. Isco. Nur nicht Marcelo. Dahin. Hä? Der ist doch in mich reingegangen. Ey, diese... Die spielen doch alle zusammen hier, die Pfeifen. Paff. Hunter. Oben habe ich ihn gesehen. Super Pass. Gareth Bale. Abgestoppt. Abgestoppt. Groß. Und schießt. Oh. Gute Aktion von Bonucci. Bonucci. So, zweite Halbzeit. Direkt durchstarten, Mann. Direkt durchstarten. Kein Bock hier lang zu fackeln, Alter. Hier, Wertung 5,8, das ist peinlich. Wir müssen definitiv besser spielen, sonst werden wir ausgewechselt. Rückspiel im Viertelfinale in der UEFA Champions League. Es ist ein Spiel, das die hohen Erwartungen bisher... Die hohen Erwartungen? ...ganz einfach an den Ball gekommen. So, wir müssen uns auch mal wirklich ein bisschen konzentrieren. Nee, so nicht. Wer soll diesen Pass kriegen? Nee, so auch nicht. Doch, jetzt! Schießt er ihn rein! Oh! Fuck, Alter! Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Pjanic. Der erste richtige Schuss mit Alexander und das Ding ging so hart an den... Ball bei Cristiano Ronaldo. Was machen Sie draus? An den Pfosten schon wieder, ey. Nein. Das wäre das übelste Ding gewesen, ey. Das hätte jetzt gebrannt, das Tor wegen dem Treffer. Und er geht an ihm vorbei. Oh, shit. Und da hat er ihn das war Glück. Jetzt Bale am Ball. Auf Hunter. Alex Hunter. Gucken wir mal, ob wir da so durchkommen. Klasse Pass. Alter. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Der wäre es gewesen. Auswechslung droht. Da ist es. Isco, was macht er draus? Boah, jetzt komm. Oh, zieh ab. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Scheiße. So ein Mist. Der hatte den Ball wieder am Start, ey. Zack. Voll auf den Kopf. Die Baller. Die Baller Matuidi schon wieder. Jetzt. Der Pass von Matuidi. Juventus über außen. Da wäre Platz. Douglas Costa. Oh, gerade noch rechtzeitig abgeblockt, Mann. Scheißegal. Den eigenen Spieler auch. Und Hunter. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Nee. Fängt ja diesen Ball nee ab. Oh, Mann. Was spiele ich mir denn hier zurecht? Ich habe schon wieder eine echt beschissene Runde mit Hunter hier. Wahrscheinlich, weil die den echt gut decken oder so. Jetzt oder wahrscheinlich, weil ich erstmal eine Pizza brauche.
In Ewigkeiten keine... Fuck! Keine Pizza mehr gegessen. Junge, der musste aber auch da übel weg dabei. Es gibt Einwurf. Irgendwie immer Gyros bestellt oder so. Ich glaube, heute habe ich Bock auf Pizza. Bale mit dem Heber. Kommt auch an! Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Jawohl. Gute Möglichkeit. Bale! Wichtig! Den Ball hat er sicher. Verdammt, nur weil ich mit ihm spielen wollte. Das Tor wäre sicher gewesen, Mann. Mann, Sascha, warum machst du das? Egal, scheiß auf die Auswechslung von Johnny Boy hier vorne. Oh. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen. Resolut ist gut, aber erstmal aus. Wir werden noch nicht ausgewechselt. Spielerwechsel bei Real. Scheiße. Karim Benzema kommt. Kacke, wir müssen simulieren. Offensivqualität pur. Scheiße. Ja, was mache ich jetzt? Anschauen oder simulieren? Ja, ich simuliere natürlich. Was soll ich mir die Scheiße anschauen? Ich hoffe, dass wir nicht verloren haben. 6,6. Wie haben wir gespielt? 0-0. Aber wir haben ja noch ein Rückspiel. Welches wir dann definitiv in der nächsten Folge sehen werden. Und es ist erstmal ein kleines Passtraining. Das nehme ich noch mit rein. Dann startet die nächste Folge wieder mit einem kleinen Spiel. Ich denke mal, es wird das Hinspiel. Ich habe zwar in der Folge davor gesagt, dass ich die ganzen Hin- und Rückspiele immer so zusammenbastel. Aber wenn da so viele Trainings zwischen sind... Ja gut, es ist eigentlich immer nur ein kleiner Cut und so, aber... Mh. Komischerweise war das irgendwie ein bisschen schwierig mit den Abwehrszenarios als Neuling. Irgendwie habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt. Ein C, Alter, richtig heftig. Also Owen Wilson ist immer noch gesperrt. Wir sind aber wieder in der Startelf, ganz normal wie immer. Und wir sind in der nächsten Folge dann wieder live dabei im Rückspiel gegen... Nein, sind wir nicht. Sind mit Kim Hunter unterwegs. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Tag. Bis dann, tschüssikowski.